Kann ich noch ein bisschen höher stellen. So, mehr geht aber jetzt wirklich nicht. Also ich glaube, jetzt ist das Mikrofon definitiv laut genug. Wo wollen wir denn weitermachen? Moment, am Plan, ne? Ja. Gut, dann machen wir den Plan. Ja, warte. Ich habe kurz noch Feng Shui gemacht. Okay. Möchtest du es uns zeigen? Ja, das müsstest du dann machen. Ja, möchten wir, also... Ich zeig mal. So. Das ist mein schöner Raum. Er sieht so alt aus. Das ist klassisch. Ich mag Vintage. Dann sieht er halt so klassisch aus. Ich mag Vintage-Stil. Okay. Also weißt du, was passiert, wenn wir zusammenziehen? Vinti-Style? Genau. Okay. Also, wir haben hier natürlich die Frau extra... Doppelfund. Ja, das auch. In diesem Fall der Mittel. Hi. Ja, hi. Also, Moment, wie würde die Frau eigentlich heißen? Im Englischen? Nee, wenn man sie in Euro umrechnen würde. Dreifach Euro. Nee, ich glaube eher so 1,5-fach oder 1, also ich glaube Euro ist weniger als... Egal. Nee, Moment. Euro. Nee, egal. Man kriegt mehr Euro. Stimmt, könnte dreifach Euro sein. Stimmt. Okay. Könnte gut hinhauen ungefähr. Ja. Naja, vielleicht nicht ganz dreifach, aber so zwischen 2,5 und 3 vielleicht. Doppelfund ist ja nicht gleich zweifach Pfund. Doch, oder? Doppelfund ist ja nicht das Doppelte von was? Ah. Frau von Kilo. Ja. Moment. Ah, ja, stimmt. Frau von Kilo. Frau von 1 Kilo. Los. Das Doppelpfund, ja. Ernest, dieses Buff, das du mir letztens geliehen hast. Hatten wir das nicht schon mal? Nein. Oh, du hast es gelesen? Hat es dir gefallen? Ich fand es wirklich fesselnd. Naja, also fesselnd ist vielleicht der falsche Ausdruck. Nein, fesselnd finde, trifft es nicht wirklich. Ich weiß, welches Buch gemeint ist. Ich nicht. 50 Shades of Grey. Entschuldigung. Aber wegen fesselnd. Ja, und du musst mehr ins Bild. Ich muss mehr ins Bild? Dann muss ich weiter weg von dir. Ja, du musst weg ja, von mir. Ja, ja. Komm ran. Noch bist du nicht im Bilde. Gut. Also außer von hinten, aber von hinten ist ja irgendwie bekanntlich besser als von vorn. Ja. Haben wir vorhin auch schon gesagt. Ja, ich bin sehr, ich bin nicht vorzeigefähig. Klar bist du vorzeigefähig. Nur weil du ein T-Shirt von mir anhast, heißt das nicht... Das stimmt gar nicht. Allgemein. Ich sehe heute nicht so gut aus. Ach, Quatsch. Ich meine, interessant war es schon irgendwie. Aber irgendwie nicht so richtig. Vielleicht aber auch nicht. Entscheide dich doch endlich. Also, der Mord auf der... Sturm- und Hosten-Wüsteninsel hat mir schon gefallen. Aber wie der Detective ihn gelöst hat, war ein wenig langweilig. Sturm umtoste Wüsteninsel. Kennen wir, ist das ein Buch, eine Anspielung auf ein Buch, das es wirklich gibt? Bestimmt, aber ich kenn's nicht. Sherlock Holmes! Sherlock Holmes bestimmt. Mir gefällt es besser, wenn der Detektiv sich durch alle möglichen Verdächtigen hackt. Hackt. So wie die russischen Leute, ja. Hacker, die jetzt die Wahlen manipulieren, gerade in diesem Moment. Bis nur noch der entsetzte Mörder übrig bleibt. Durch die Verdächtigen hackt. Ja, das ist eindeutig unterhaltsamer. Moment, der Detektiv hackt sich durch die ganzen Verdächtigen, bis nur noch der entsetzte Mörder übrig bleibt. Und der Mörder ist der Detektiv, der sich durch die Verdächtigen gehackt hat. Ah, ja, okay. Unterhaltsamer und gruseliger. Dir ist aber schon klar, dass Detektive eigentlich beherrscht und gefasst auftreten und Schlüsse ziehen sollten, die auf Logik und Fakten basieren. Alternative Fakten. Was? Wirklich? Ja. Alles andere ist Fake News. Ja, so stellt man sich Detektive für gewöhnlich vor, oder nicht? Systematisch und bei klarem Verstand. Aber Miss Laytons unvergleichlicher Stil stellt das alles auf den Kopf. Ich finde das vortrefflich. Du meinst, sie verlässt sich mehr auf ihr Bauchgefühl als auf ihren Kopf? Ja, und ihr Bauchgefühl ist meistens so knurrend.
Ich bevorzuge den Ausdruck wundersamen Instinkt, Sir. Der wundersamen Instinkt. Wundersam trifft es ganz gut. Ja, ein Fall, dass du... Nee, ein Wunder, dass du überhaupt Fälle löst. Also da spricht ja wohl ein echter Kenner. Man merkt deutlich, dass du ein wahrer Meister in Sachen Logik und Vernunft bist. Hier, Leos, dieses Rätsel. Wie bitte? Ich habe da eine tolle Idee. Den nächsten Fall, den wir reinbekommen, kannst du ja gerne alleine lösen. Oh, ich mach doch nicht deine Arbeit für dich. Wenn du so quatschen kannst. Oh. Also stimmt es doch, dass Hunde die Bälle nicht beißen? Es klingelt. Ja. Oh, das Telefon. Ich gehe schon ran. Schade, dass wir keins mit Vibrationsalarm haben. Du darfst weiterlesen, nachdem du das Gesicht so verzogen hast. Perfektes Timing. Das ist sicher jemand mit einem Fall für uns. Sicher nur ein klassischer Fall von verwählt. Ja, ich musste heute auch mal im Wahllokal anrufen. Und da haben sie so gefragt, ja, hallo? Und ich so, hallo, ich hab mich verwählt. Nein. 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 Es war Frau Doppelpfund, Miss. Von. Frau von Doppelpfund. Nee, von Miss. Es war Frau Doppelpfund von Miss. Du meinst die Frau aus dem Kino? Die Matriarchin? Matriarchin. Der sieben Löwen? Ganz recht. Angeblich gibt es da etwas, wobei sie deine Hilfe braucht. Du sollst sie bitte mal besuchen kommen. Interessant. Vielleicht hat sie einen Fall für uns. Mag sein, aber ich weiß es nicht. Ich spreche nur mit der Detektivin persönlich, meinte sie. Sie klang gar nicht wie Frau Doppelpfund. Sie war sehr nachdrücklich. Und sie war da sehr nachdrücklich. Verstehe, dann sollten wir wohl besser mal bei ihr vorbeischauen. Kommt mit. Du brauchst wohl gerade den Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter Sound. Warum so gen? Ich will noch Mario Party spielen. Das können wir auch noch machen, keine Sorge. Ja. Dir ist klar, dass das bedeuten könnte, dass du zur Abwechslung tatsächlich mal arbeiten musst? Ich? Du redest wohl von dir selbst, Sir. Oh, warum denn von mir? Ist doch klar, du hast es so vorhin angegeben. Ich möchte endlich sehen, wie du deine berühmte Logik und Vernunft einsetzt. Du wirst diesen Fall lösen. Werde ich das? Möchtest du denn nicht sehen, wie Shell einen Fall löst, Ernest? Klick, nein. Für wahr, das wäre wirklich ein Spaß. Denn Spaß ist, wenn man trotzdem lacht. Und alle! Nun, zumindest muss ich dann nicht mit ansehen, wie ihr beiden mal wieder durch eine Ermittlung stolpert. Gut, abgemacht. Shell ermittelt. Hervorragend. Viel Erfolg, Kommissar Shell. Kommissar Shell? Hört sich gut an. Nein, nicht mit dem Schwanzwackel. Oh, aber ehrlich gesagt, wenn er sich so freut, dann... Was? Dann kann er doch ruhig mit dem Schwanz wackeln. Ja, aber nicht du. Ich mach nur die Bewegung, ich hab da hinten keinen. Das Anwesen von Frau Doppel... von Pfund. Nee, Moment, von steht ja schon da. Von Frau Doppelpfund. Nein, das Anwesen von Frau von Doppelpfund ist hier irgendwo, Miss. Ist hier irgendwo, Miss. Glaube ich zumindest. Vielleicht ist es diese überdimensionale Villa. Genau, also, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist eher sowas Kleines, weil guck dir die mal an, die braucht doch nicht viel Platz zum Leben. Und außerdem an dieser riesengroßen Villa ist ja auch so ein kleiner Pavillon dran. Wie will die dann da reinpassen? Das ist für ihr Hund. Achso, das ist dann ein... Was hat die wohl für einen Hund dann? Du hast sie nicht um eine Wegbeschreibung gebeten, Ernest. Eine dicke Dogge. Doch, das habe ich. Aber sie wollte mir die Adresse nicht verraten. Sie meinte nur, wir würden es schon merken, wenn wir in der Nähe sind. Vielleicht an der bösen Villa.
Aber hier ist die Millionaire's Row. Millionaire's Row. Die Häuser hier sind riesig. Wir brauchen ewig, wenn wir einfach nur ziellos herumwandern. Das ist deine Aufgabe für Kommissar Shirl. Dein messerscharfer Verstand soll uns zum Anwesen von Frau Doppelfohn führen. Nein! Wäre es nicht einfacher, einen Passanten zu fragen? Ja, gut möglich. Stimmt. Also dann fragen wir mal wen. Hinweismünze! Hinweismünze hier in der Laterne wahrscheinlich. Wenn ich sie denn mal treffe. Ja. In der rechten Laterne. Wahrscheinlich auch. Ja, in den Schornsteinen. Ja, und das ist ein Rätsel. Wo? Hier? Ja. Wo ist zu? Ja. Komm schon, wo war denn das jetzt? Ah, hier. Blum. Okay. Aha, ein Rätsel im Kamin. Wie lange steckt der Weihnachtsmann hier schon fest? Nadelstreifen, du machst doch immer den Kamin sauber. Warum übernimmst du nicht das Rätsel? Oh ja. Ich? Ja, gut. Dann mach ich mal. Kaminrätsel. Oh, Tannenbaum. Oh, ja! Nein! Ja! Warte, erst lesen. Ja. Diese Leute brauchen Hilfe beim Aufstellen ihres Weihnachtsbaums. Mhm. Sie machen das jedes Jahr, aber sie vergessen immer, wie er genau zusammenpasst. Schiebe die Teile, um sie zu bewegen, damit sie in den Rahmen passen und die drei perfekten Bäume bilden. Mhm. Sie dürfen sich dabei nicht überschneiden. Okay, los geht's. Kurz auf meine Idee hören könnte. Nö. Eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. Klingelingeling. Wo ist unser Rätseldingser, Meister? Ist nicht da, warte. Keine. Ja. Hattest wahrscheinlich Glück. Ich habe als erstes die unten gemacht. Ja, und hatte ich eventuell auch ein bisschen Glück dabei. Ja, mach aber ich auch. Das klappt schon mal nicht. Ja, weil nee, da, sind da so, ist ein Dreieck. Ja, also Dreiecke dürfen nie übrig bleiben dazwischen. Hm. Aha. Hm. Hm. Ei. Ja, dann haust da rein. Ja. Genau, so. Leute, ich hab wieder verkackt. Oh. Keine Sorge. Ich glaube, du schaffst trotzdem noch das irgendwie mal. Frohes Fest, ein weiteres Jahr, in dem Sie Freude an Ihrem Baum haben können. Zweifelsohne werden Sie allerdings vergessen haben, wie man ihn zusammensetzt, sobald es im nächsten Jahr wieder weihnachtet. Oh. Warte mal, hey, ich muss noch ein paar gewinnen und dann musst du nur noch eins gewinnen in der Zwischenzeit. Nein. Doch. Nein. Doch, ich will. Machen wir nicht. Ich will, dass da unsere. Nein. Aber das ist möglich. Ja. Es ist möglich. Wird aber nicht passieren. Dass ich noch vier Rätsel und du dann in der Zeit nur eins. Ja. Und das müsste ja heute noch passieren, weil das nächste Mal müsste ich ein Rätsel mehr lösen. Also schneller lösen. Aus gewissen Gründen. Was haben wir gekriegt? Einen komischen Gutschein? Habe ich nicht gesehen. Da war ein Gutschein. Was für ein Gutschein? Na, wie auch immer. So, endlich sauber. Jetzt sollte nicht mehr so viel Rauch entstehen. Weil er einen Baum gebastelt hat? Ja. Gut gemacht, Ernest. Ich schicke den Leuten eine Rechnung. Oh, frech. Okay, irgendwo muss doch bestimmt noch. Ja, irgendwo. Da! Hinweismünze in diesem komischen, ziemlich linken, Ja, hab ich eigentlich. Bäumchen. Schon. Okay. Hattest du noch irgendwo was Fehlendes? Also hier in diesem Schornstein? Ich glaub nicht. Ist noch was? Nee, ich finde auch nichts drüben mehr. Okay. So, Bobby oder Frau? Ich mag ja die Frau, also erst den Bobby. Okay.
Das Beste zum Schluss. Halli, hallo, Hallöchen. Wen haben wir denn hier? Sie wissen aber, dass das hier der wohlhabende Teil ist. Das ist ja genauso wie... Ich hab's hier aber zur Kalorienzählensucht ein. Das ist genauso. Sie wissen schon, dass Sie hier nicht den Gehirn abschauen. Sie wissen schon, dass das ungewöhnlich ist, wenn eine so schlanke Frau wie Sie zwei Kugeln Eis und eine fette sahnende Torte bestellt. Ja? Ich schiebe immer Streife auf diesen Straßen, damit sich hier auch keine zwielichtigen Gestalten zeigen. Ihr seid also zwielichtig. Ah, übrigens, der Typ hier heißt einfach bloß Police. Okay. Also, Police. Bobby. Ja, mehr ist das nicht, wow. Okay, sie dann. Sie hat ein Rätsel, nicht. Entschuldigung, könnten Sie uns vielleicht sagen, wie wir zum Anwesen von Frau Bertha von Doppelpfund kommen? Oje, Mimi. Oje, oje, Mimi. Er kennt Frau von Doppelpfunds Haus nicht? Nein, leider nicht. Wir kennen uns hier nicht sonderlich gut aus, müssen Sie wissen. Ja, wir wohnen zwar schon unser Leben lang hier, aber ehrlich gesagt, wir waren noch nie in London. Das Anwesen der von Doppelpfunds ist das größte Gebäude des Viertels. Man kann es gar nicht übersehen, habe ich doch gesagt. Ja, sehr hilfreich. Also mal sehen. Ah, vielleicht ist es ja das da drüben. Ganz genau. Was habe ich euch gesagt? Man kann es gar nicht übersehen. Ihr habt also geschäftlich mit Frau von Doppelpfund zu tun? Sie hat uns gebeten, ihr einen Besuch abzustatten, ja. Wirklich? Frau von Doppelpfund hat euch eingeladen? Dann seid ihr offenbar wichtig. Wichtiger, als ihr aussieht. Ihr solltet mal bei mir in der Boutique vorbeikommen. Die gar nicht meine ist. Ja. Was habt ihr doch für ein Glück. Wie gerne würde ich doch dorthin eingeladen werden. Wir werden mal mit ihr reden, wenn wir dann ihren Fall gelöst haben. Ich nehme an, dass Frau von Doppelpfund eine sehr einflussreiche und bedeutende Figur der Gesellschaft ist. Hast du gehört? Hast du gehört, Joe? Eine so wichtige Person möchtest du doch nicht enttäuschen, oder? Wer, ich? Natürlich du. Dann kommt mal mit. Wir dürfen die gute Frau nicht warten lassen. Die ist so gemein. Also, Catriel. Naja. Ach ja, oje, oje, Mini. Da fragt man sich doch, mit wem man hierüber reden sollte. Sieht aus, als hätte da wer eine Menge auf dem Herzen. Ich war letztens beim Arzt und... Ah, gerade im richtigen Moment. Hatte mich just gefragt, wem ich wohl das Ohr abkauen könnte. Es geht um eine Freundin, müsst ihr wissen. Die gehört eine kleine Boutique. Aber das Geschäft ist natürlich nur eine Freundin. Ja, genau. Es ist nicht so, als würde ich im Hintergrund die Fäden ziehen. Es ist natürlich die Freundin, nicht ich. Aber das Geschäft läuft leider nicht sonderlich gut. Wir stecken in einer Zwickmühle. Ob ihr wohl bitte mit ihr reden könntet? Ihr seid doch schließlich Detektive, nicht wahr? Vielleicht findet ihr ja heraus, was sie bei der Führung ihres Geschäfts falsch macht. Eine Boutique, sagen sie? Hochinteressant. Ich werde natürlich alles in meiner Macht Stehende tun, um zu helfen. Neues Minispiel! Modekatalog! Das Minispiel Modekatalog ist jetzt in Catriels Tasche verfügbar. Ordne die Gegenstände so an, ja! Dass du möglichst viel verkaufst. Analysiere. Ja, ich habe dieses Minispiel geliebt. Kennst du das auch noch? Ah, war das im dritten oder vierten Spiel? Ich weiß Spiel? Es nicht mehr genau. Ich glaube, dritte. Aber es war so cool. Im dritten, ja, mit dem... Ja, mit dem Teddybär und Gebäck und so. Ja, und das musste das die gleiche Farbe haben und so? Es musste die gleiche Farbe haben oder der gleiche Gegenstand. Ja. Und stimmt. Ich das hab's geliebt. Ja. Ich hoffe, das ist hier auch so, nicht, dass man da wieder Gegenstände sammeln muss. Nee. Also sonst müssen wir es fürs Ende uns aufheben. Ja. Ordne die Gegenstände so an, analysiere die Persönlichkeiten und Wünsche deiner Kunden. Und lege den optimalen Weg an. Ja. Kannst du alle Level? Level! Oder was? Nee, Maske der Wunder war ein anderes. Nee, das war das mit Hüten, oder? Ja. Level! Es sind Level! Ja! Verding und ich bin... Los, ich bin Modekatalog.